Ein Großaufgebot der Polizei sichert das Gelände des Rocker-Vereinsheims, sperrt es weiträumig ab. Hier fand eine Putzfrau morgen die Leiche von Aygün Mutschuk. Der Präsident der Gießener Hells Angels war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Wir sind heute Morgen um 8:30 informiert worden über Geschrei auf dem Gelände hinter mir. Und die Kollegen vor Ort haben dann festgestellt, dass dort eine Person offensichtlich durch Schüsse zu Tode gekommen ist. Noch ist unklar, wann der 45-Jährige im hessischen Wettenberg-Wismar erschossen wurde, ob schon in der Nacht oder erst in den Morgenstunden. Der Hintergrund möglicherweise ein Machtkampf, denn zwischen den türkisch geprägten Rockern aus Gießen und den alteingesessenen Hells Angels aus Frankfurt schwelt schon seit Jahren ein Streit. Mehrfach kam es deshalb schon zu Schießereien mit Verletzten. 2014 überstand Mutschuk einen Schusswechsel trotz schwerer Verletzungen. Diesmal überlebt der Hells Angels Boss nicht. Ob jetzt an der Tat eine Person, mehrere Personen beteiligt waren, das können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Derzeit befragt die Polizei Nachbarn und sucht mögliche Zeugen. Eine Ringfahndung im gesamten Wetteraukreis und Mittelhessen wurde eingeleitet.